Hat es Ihnen etwas bedeutet, dass Krause Schüler von Liszt war? Ja, natürlich. Er hat uns vieles von dem vermittelt, was er bei Liszt gelernt hat und was Liszt gespielt hat. Ich weiß noch, welchen großen Eindruck es auf ihn gemacht hat, als Liszt die Mondscheinsonate von Beethoven im Unterricht spielte. Er hat immer gesagt, Liszt sei gegen virtuose Spiel gewesen und habe verlangt, man müsse zum Kern der Musik vordringen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist Liszt kein Blender gewesen, sondern ein ganz, ganz großer Künstler. Vielleicht der bedeutendste Interpret aller Zeiten. Wenn man Liszt spielt, hat man den Eindruck, der Interpret erfindet das Stück in diesem Augenblick. Thank you.
Thank you.